Vater! Vater, Sie haben Iwe. Iwe ist... Jure. Du bleibst hier. Iwe, mein Junge. Ich werde dich ins... Es geht. Du darfst nicht um mich weinen. Ich weine ja überhaupt nicht. Ist nur der Regen, Junge. Weißt du, der Regen, ja. Ich hab dich. Ich hab dich doch. Du darfst nicht weinen, du hast doch noch die Arbeit. Keinen von euch, das mache ich allein. Ich hole euch schon wieder ein. Ja. Nehmt die Verwundeten auf, wir müssen weiter. Geht's wieder? Dann wollen wir mal. Ich zeig dir den Weg. Ein Lahmer und ein Blinder, wie in der Bibel. Ich habe keine Verbindung mit Zaba mehr. Weiter versuchen, wir müssen ihn erreichen. Jawohl. Erste Division meldet starke feindliche Angriffe. Wir sollen so schnell wie möglich zu ihnen stoßen. Die erste und zweite Division halten uns den Korridor zwischen Bare und Koschow offen. Wir müssen auf Zaba warten. Die Lücke muss offen bleiben, bis er mit den Verwundeten heran ist. Ein Funkspruch. Wir haben einen Funkspruch vom alliierten Oberkommando erhalten. Wissen die, wie es hier aussieht? Sicher, Sir. General Alexander ist davon überzeugt, dass die Volksbefreiungsarmee Jugoslawien den Kampf gegen die Unterdrücker bestehen wird. Die Invasion auf Sizilien steht bevor. Die deutschen Armeen im Osten befinden sich auf dem Rückzug. Der heldenhafte Kampf des jugoslawischen Volkes wird in den nächsten Monaten von größter Bedeutung für den Endsieg sein. Sie sehen, wie Ihre Anstrengungen anerkannt werden. Ich bin tief bewegt. Geben Sie an das alliierte Oberkommando durch, dass wir uns für alle guten Wünsche bedanken. In diesem Augenblick aber wäre uns lieber etwas weniger Anerkennung, dafür aber ein paar Flugzeuge mehr. Ich verstehe, Sir, und werde General Alexander berichten. Ich gebe zu, dass niemand im alliierten Hauptquartier es bisher auch nur für möglich hielt, mit einer Partisanenarmee so viele feindliche Divisionen zu binden. Hoffentlich sind die Herren jetzt davon überzeugt. Gott, das nützt doch nichts mehr. Ork, warum ist es auf einmal so ruhig? Die Partisanen haben sich über den Fluss zurückgezogen, Herr Oberst. Das gefällt mir nicht. Wenn sie so plötzlich zurückgehen, dann... Die haben schwere Verluste erlitten. Sie mussten zurück. Ork, ich traue dem Frieden nicht.